Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Heute spielen wir wieder mit dem begeisterten Bio-Bauern Billy. Und ich bin sehr gespannt, ob wir heute ein bisschen was reißen werden. Ich habe brutale Stärke, Stridor, eiserner Griff und beständig. Das sind die Perks, die wir haben. Und ich habe wieder mal Bock, ein paar Überlebende zu sägen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich könnte mir das schon sehr schön vorstellen. Der Sumpf ist natürlich wieder eine Map, die relativ groß ist. Ich vermeide erstmal in die Mitte zu gehen und schaue. Ah ja, hier ist jemand. Und schaue einfach mal, ob wir. Ah, das wollte ich gar nicht. Der hat einen Schlüssel. Und schaue einfach mal, ob wir hier ein paar Überlebende kaputt schlagen können. So, der erste bietet sich ja nahezu schon an. Und den müsste ich auf jeden Fall erwischen. Na, er wird jetzt durch die Palette rennen. Ah, er guckt nach hinten. Gut zu wissen. So, bringt dir aber dann auch nichts, wenn du nicht aufpasst. Okay, alles klar, komm mit. Wir haben übrigens gar kein Ziel. Das bedeutet, keiner von denen wird einen Strike haben. Das ist eigentlich schon mal etwas, was es gut ist, was man weiß. Sehr interessant. So, pass auf, wir treten hier gegen und ich meine, dass ich da gerade sogar den nächsten Survivor schon gesehen habe. Ja. Okay, dann jagen wir die jetzt mal hier weg. Da hinten ist jemand offensichtlich. So, wo wollen wir denn hin? Ach so, wieder zurück. Okay. Der andere hängt noch immer. Und wahrscheinlich werden wir hier den nächsten sogar jetzt schon bekommen bald. So, geht doch. Nice. Den einen abgehangen. Der nächste kommt jetzt direkt wieder an den Haken. Ich würde sagen, der kommt auch wieder direkt an den Haken, wo wir den eben hingehangen haben. Wir wissen nämlich, dass hier jetzt zwei Leute in der Nähe sein müssen. Und dann können wir mal schön gucken, wo die sich befinden. Ich spare übrigens gerade Blutpunkte, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber bald soll ja wieder ein Update kommen. Ja, genau, das habe ich nämlich gehört, dass hier jetzt einer ist. So, wir tunneln nicht. Wir gehen auf denjenigen, der noch volle Lebensenergie hat. Dann haben wir nämlich drei verletzte Survivor. Das bedeutet drei Survivor, die für die nächsten paar Sekunden erstmal nichts machen können. Da oben rennt der andere übrigens. Das heißt, ich könnte vielleicht jetzt sogar noch beide bekommen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich interessant. So, komm her. Du wirst erstmal aufgehangen. Der eine Typ hält sich recht gut aus dem ganzen Stress raus, muss man sagen. Ah, hier ist doch, da ist ein Haken. Also den einen haben wir noch gar nicht gesehen. Die anderen drei, die haben da gerade richtig Bock drauf, mir in die Säge reinzurennen, scheinbar. So, Stridor lässt mich leider auch nichts hören. Okay, wir schauen mal, ob die den Generator dort wieder weiter befeuert haben. Ja, haben sie. Das heißt, da werden wir mal eben gegentreten. Oder auch nicht, wenn wir jetzt schon wieder den nächsten Überlebenden haben. Boah, das könnte ja echt easy Game werden für uns. Okay, das war, glaube ich, eine Runde zu viel. Oh, war das knapp. Wow, sie bleibt da einfach stehen. Sie bleibt da einfach stehen. Ich dachte, jetzt wird sie mich noch ein bisschen juken. Wird sie aber nicht, weil sie scheiße gespielt hat. Okay, Glück gehabt vielleicht auch für uns. Aber das war eher nicht ganz so gut. So, der erste ist übrigens down, Leute. Sehr interessant, dass die sich hat sterben lassen, offensichtlich. Weil genügend Zeit wäre gewesen. Ich war sehr weit weg. Also es hätte jemand zum Retten kommen können. Wir gehen mal hier lang. Okay, jetzt schon wieder gerettet. Dann rennen wir doch mal eben da hoch. Hallo, wo seid ihr? Okay, in der Mitte scheinbar. Sie sind in die Mitte gerannt. Weil hier sind gerade die Krähen hochgeflogen. Oh. Strider? Hör ich wen? Nö. Doch. Okay, ich weiß, wo sie ist. Shit, doch nicht?
So, sehr schön. Dann komm mal her. Ab an den Haken mit dir. Sie hat nahezu da... Oh, disconnected. Da hat jemand den Pussy-Mode gewählt. Alles klar, ey. Alles klar. Keine Ahnung, warum sie sich jetzt hier dazu entschieden hat, zu disconnecten. Ich meine, nur weil sie scheiße gespielt hat, ist es noch kein Grund, finde ich. Schade, in letzter Zeit ist es bei DBD immer so ein bisschen gang und gäbe, habe ich das Gefühl, dass die Leute immer merkwürdiger spielen. Sei es mit Disconnects oder mit Campen oder durch Teabaggen der Survivor. Ich weiß nicht, was mit dieser Community los ist. Ich weiß nicht, ob ihr die gleichen Erfahrungen gemacht habt. Würde mich mal... Ich höre hier noch immer jemanden. Nee, hier nicht. Ich höre hier jemanden. Jetzt nicht mehr. Hat sie eiserner Wille? Hm. Sie muss hier auf dem Schiff gewesen sein. Naja, gut. Würde mich mal interessieren, Leute. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen, die ihr so gemacht habt in letzter Zeit mit der Community von DBD hier in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Letztens hat mir jemand in den Kommentaren vorgeworfen, dass ich auch immer asozialer werden würde mit der Zeit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ernst das gemeint war oder ob jemand die Jokes nicht verstanden hat, weil ich auch manchmal gerne so Sprüche mache und so weiter. Das ist natürlich oftmals auch nicht unbedingt hundertprozentig ernst gemeint, wenn ich hier böse Sprüche ablasse. So, hier muss jemand sein. Die Spuren haben hierher geführt. Da. Alles klar, es ist wieder eine Mac. Und auch sie ist jetzt verletzt. Das erste Mal übrigens, dass wir sie erwischt haben. Und weißt du, was schade ist? Ich konnte hier noch gar nicht so richtig sägen. Jetzt können wir sägen. Ah, ja. Hätten wir sägen können, hätte ich ein bisschen besser aufgepasst. Okay, sie wird hier rumrennen. Bop! Und dann da durchspringen. War abzusehen, Klau. Das war ein Move, den ich leider predikten konnte. Was heißt leider? Soll mir doch recht sein. Die eine ist noch immer verletzt. Das heißt, sie hat kein Self-Care. Weil sie hätte sich ja schon seit Ewigkeiten mal eben bandagieren können. Wir werden sie aufhängen. Dann werde ich die andere suchen. Ich weiß, dass derjenige jetzt sonst auch bei der Luke campen könnte. Glaube ich aber nicht, dass das gemacht wird. So, einfach mal rumlaufen. Obwohl es halt dumm ist, ne, von den Generatoren wegzugehen. Oh, okay, da wurde sehr schnell reagiert. Sehr schnell gerettet. Das könnte jetzt unsere Chance sein. Da vorne rennt sie. Wird sie jetzt alleine rennen oder nicht? Sekunde. Eben schauen, ob die andere auch mit hier lang ist. Bin mir unschlüssig. Wieso kriegt sie nicht zwischen die Paletten? Oder versteckt sich die andere auf dem Schiff? Links. Yes! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die habe ich gehört. Stridor sei Dank. Sehr schön. So, ab an den Haken. Und der andere wird dann aufgesammelt, auch an den Haken gehängt. Und damit haben wir dann wieder einen Full-Team-Wipe. Dadurch, dass einer wieder den Pussy-Mode eingeschaltet hat und weggegangen ist, war das natürlich für die anderen Überlebenden dann alles nicht mehr ganz so cool. So, komm du mal mit. Ich weiß ja, dass du keinen Strike hast. Deswegen kommst du einfach zu deinem Freund in den Keller, würde ich sagen. Dann könnt ihr nochmal Händchen halten, bevor der Entitus sich euer annimmt. Und ihr beide dann... sterbt. Schöne Runde mit dem Billy. Hat mir auf jeden Fall Laune gemacht. Ja, es soll ja bald ein neuer Killer kommen. Ich weiß nicht, ob ihr auf Twitter schon mal das Bild gesehen habt. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und ich bin sehr gespannt. Ich wollte im Stream dann entweder den neuen Killer oder den neuen Survivor leveln. Ich bin mir halt echt noch gar nicht sicher, was von beiden ich leveln soll. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wieder sehr, 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 sehr viele Leute
den Killer spielen werden, wenn er rauskommt. Deswegen wäre es vielleicht sogar besser, wenn man erstmal ein bisschen Survivor spielt. Ich würde euch aber gerne natürlich auch den Killer zeigen. Deswegen bin ich da in so einer kleinen Zwickmühle. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was ich jetzt genau machen soll. Das war die Billy-Runde, Leute. Mal schauen, welchen Killer wir als nächstes spielen. Ich schaffe es aktuell wieder, euch 2 Videos am Tag zu bringen. Ich hoffe, dass ihr euch darüber freut. Ich würde mich natürlich wie immer freuen. Ihr wisst ja, wenn ihr mir zeigen wollt, dass ihr zufrieden seid mit den Folgen oder was auch immer, dann freue ich mich wie immer über ein paar Bewertungen oder über Kommentare. Dadurch könnt ihr mich wirklich sehr gut unterstützen. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, dann schreibt mir auf jeden Fall auch gerne immer in die Kommentare, was ich noch verbessern könnte, damit die Folgen noch ein bisschen cooler werden. Und dann versuche ich darauf einzugehen. So, ich hole mir noch ein paar Punkte hier. Da haben wir noch einen Aufgeberbonus bekommen. Ist etwa gerade noch jemand disconnected? Was ist denn los mit den Leuten, ey? Die sollen halt mal einfach Eier beweisen und wenn sie nicht so gut spielen, sollen sie einfach halt ehrenhaft sterben. Was ist da los? So, ihr seht schon, ne? Ich habe jetzt 493.000 Blutpunkte. Das heißt, ein paar muss ich jetzt doch nochmal ausgeben. Denn ich will noch eine Survivor-Runde aufnehmen, die ich euch dann heute hochladen kann. Wie gesagt, heute werden wieder 2 Folgen kommen. Keiner hat einen Uprank bekommen. Wir haben 18.000 Punkte. Ist auf jeden Fall in Ordnung, denke ich. Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Heute wird es keinen Stream geben. Deswegen, ja, müsst ihr mit den beiden Videos hier vorlieb nehmen. Euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.